Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Ich hoffe, ihr seid alle am Start, alle freudig erregt mit der Z-52, dem 10er Zerstörer der deutschen Staaten heute. Ein feines Schiffchen. Und da sind wir natürlich gespannt, was hier der Spieler reißen wird. Vielen Dank an Nero's Light. Von dem habe ich das Ganze nämlich geschickt bekommen. Ja, und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Machen wir die Minimap mal groß. So, und jetzt gehen wir mal ins Spiel. Hydroakustische Suche ist aktiv. Die Gearing hat er da nah bei sich. Und er hat hier schon mal aggressiv den A-Cap gepusht. Und jetzt samt Nebel geht es auf die Gearing drauf. Er feuert immer weiter drauf. Leider ist dieses Umschaltdrücken, um ins Binocular zu gehen, nicht wegdrückbar. Nach wie vor leider die Funktion des Replays immer noch nicht perfekt. Aber muss halt dann so gehen. Auf jeden Fall hat er der Gearing da schon mal ordentlich Damage geben können. Und er bleibt hier ein aggressiver Frontkämpfer um den A-Cap. Eingenommen haben sie mittlerweile und jetzt verteidigt er den praktisch. Die ersten Torps, die gingen zumindest mal ins Leere, wie man da gut sieht. Friedrich der Große hat hier eine andere Route gewählt, als er da gehofft hat. Und dementsprechend sind die mal vorbeigegangen. So, jetzt ist aber Friedrich der Große so nah, dass er hier auf jeden Fall mal das Weite suchen wird. Die Torpedos auch mal daneben und seine Torps könnten jetzt ganz gut kommen, aber er muss unbedingt weg. Und die kommen gut. 4 Treffen und da kommen nochmal 2 rein. Also 6 Torpedotreffer und die Zerstörung erfolgt damit bei 70.000 Damage. Da hat Friedrich der Große aber mal ordentlich federn lassen. Und er haut jetzt hier natürlich ab. Da reicht es nämlich jetzt auch aber sowas von. Seine Flak ist da am Ballern, aber naja, wie halt Flaks von Zerstörern so sind. Wobei, ah, sogar ein Flugzeug hat er sogar noch abschießen können. Auch wenn es ein wenig gedauert hat. Und jetzt macht er wieder den nächsten Angriff, klar. Denn die Yamato, die willst du probieren, sich hier den Punkt zu ergaunern, sag ich mal. Und auch da schaut es so aus, als ob er jetzt nicht wirklich zurückhaltend an die Sache rangeht. Maschinenboost deaktiviert. Torpedos auf Backbord. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. So, hydroakustische Suche ist wieder an und er geht jetzt erstmal auf die Gearing drauf. Die Yamato ist da links von ihm. Ich bin gespannt, wie er die jetzt anfahrt. Sollte er vielleicht sich jetzt mal langsam drum kümmern. So,
Ja, Torpedos sind raus. Das ist hier ganz easy. Den Kill lässt er sozusagen nebenbei mal erledigen. Ja, und da war es auch schon geschehen. 5 Torpedotreffer haben da die Yamato natürlich in den Tod gerissen. Aber er hat nur noch 3300 Hitpoints. So, jetzt hat er die Gearing da mit AP beschossen. Meines Erachtens ist in dem Zeitpunkt nicht die beste Wahl. Ich würde jetzt einfach auf AP HE draufbleiben. Und jetzt war es da schon geschehen. A-Cap haben sie auch wieder für sich da eingenommen. Und damit also wieder seins. Sein Schatz. Torpedos direkt voraus. Die Z46 des Gegners ist da ein bisschen am Hin- und Her pendeln. Jetzt geht er da mit AP drauf. Jetzt ist die Munition zwar richtig. Schön seitlich bekommt er sie da. Nochmal so ein und er macht sie weg. Yo, sein Kill. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Fein gemacht. 110.000 Damage und Kill Nummer 3. Also effektiv ist er hier auf jeden Fall. Und man kann ihm hier nicht attestieren, dass er nicht auch den Kampf sucht. Ja, Bismarck hat da ein Torpedo abbekommen, aber das ist, glaube ich, noch alles okay. Achtung, melde Zielposition. Der B-Cap, der wird jetzt da angegriffen. Man muss auch sagen, die Runde selber ist noch unglaublich ausgeglichen. Sie sind zwar mit 130 Tickets in Führung, aber jetzt wird der B-Cap da gerade eingenommen. Sein Team mit 6 Schiffen, Gegnerteam noch mit 5. Also da ist noch definitiv keine Tendenz zu erkennen. Das vierte Flugzeug, was er hier in der Runde abgeschossen hat, war aber vielleicht auch nötig, denn die Bomben sind Gott sei Dank vorbeigegangen. Mit 2700 Hitpoints ist das schon so ein Moment, wo das Herz ein bisschen stärker pocht als sonst. Und hier jetzt fliegt der Große auch wieder sehr nah. Jetzt ist er auch da aufgedeckt. Also jetzt jegliches Versteckspiel nicht mehr interessant. Ist da hinter der Insel noch die Torpedos vom Flugzeugträger. Die interessieren ihn nicht, weil die sind Richtung Yamato gegangen. Aber man sieht genau, Fliegt der Große hat da ein Problem mit dem Zerstörer. Jetzt nähert er sich da der Yamato sozusagen, man sieht schön, wie er die Yamato nutzt als Deckung. Und jetzt schmeißt er den Boost an. Jetzt will er es wissen. Hat er noch einen Hit abbekommen? So, aber jetzt wird's. Jetzt ist Money Time, Baby. Jetzt müssen sie sitzen und er darf nicht getroffen werden. Crunch Time sozusagen in der WoWS-Welt. Und die Torpedos sitzen und Friedrich der Große, tschüss mit 6 Torpedotreffern. Vierter Kill und alter Verwalter, er geht hier aber aggressiv zu Berge. Aggressiv zu Berge gehen? Ja, kann man machen. Bayern machen das.
Wer jetzt sagt, das stimmt nicht oder das hört sich falsch an, Bayern gehen aggressiv zu Berge. So. Auf jeden Fall, er kriegt die Props hier von seiner Yamato schon ausgesprochen. Die Lexington da jetzt ein Stück weit weg. Eroberung ist jetzt auch durchgeführt, damit B-Cap seiner. Hier die Bomber, die will er natürlich möglichst jetzt nicht abbekommen. Aber auf die Lexington, da bin ich sicher, auf die hat er noch Bock. Deswegen geht es jetzt auch in die Richtung der Lexington. Er hat auch geschrieben, let me Creighton, please. Also er will jetzt unbedingt noch die Lexington haben für seinen fünften Kill. Den kann man auch mehr als nachvollziehen, dass er sich den noch gönnen will. Mal schauen, ob dem so geschieht. Die Torpedos, die sind knapp vorbeigegangen. Da hat er sich mittig schön platzieren können. Wobei, ich glaube, die waren eh noch nicht mal aktiv. Also selbst wenn die seitlich gekommen wären, glaube ich, hätten die ihm nichts getan. Aber naja, man will sie auch nicht unbedingt komplett testen, sowas. So, er ist mit Volldampf auf die Weg Richtung Lexington. Hier kommt nochmal ein Bomber an. Ein einziger, der es nochmal versuchen will. Er macht hier schon eine Bewegung und die, Gott sei Dank, ging daneben. Der Bomber ist abgeschossen und jetzt kann er dafür gehen. Jetzt sollte er da niemand mehr zwischen sich und dem Kill der Lexington haben. Hydroakustische Suche ist aktiv. Er ist offen, Lexington aber auch. Seine Flak holt schon das 9. Flugzeug runter. Also gar nicht so schlecht. Die Lexington weiß natürlich haargenau, was ihr jetzt blüht. Aber da wird sie jetzt nicht wirklich davon kommen. Er fährt im weiten Winkel an. Ich hatte jetzt da gedacht, dass er da näher drauf geht. Und er ballert auch sofort drauf. Jetzt muss er erstmal die Torpedos abwarten. Vielleicht sogar deswegen so weit angefahren, weil wenn er nah an der Insel wäre, dann hätte er gar nicht mehr so viele Ausweichmöglichkeiten gehabt. Die hat er jetzt aber schon noch. Die waren sehr schlecht und überhastet geworfen von der Lexington. Aber man darf nicht vergessen, Lexington hat ja auch noch ein paar Geschütze an Bord. Alle Torpedos sind unterwegs. Und er geht jetzt aus gutem Grund da nicht näher ran. Weil er natürlich genau weiß, die sind eventuell kriegsentscheidend. Aber die Runde ist so gut wie beendet. Ich sag schon mal vielen lieben Dank. Ich kann euch spoilern, die Torps werden treffen. Die Krake holt er sich. Schöne Runde, sehr aggressiv gefahren. Mir hat sie gut gefallen, ich hoffe euch auch. Daher bis zum nächsten Mal. Euer Aikaramba. Gegnerischer Flugzeugträger gesunken.